Meine Güte. So, dann, ja. Herzlich willkommen hier auf dem Bruchkanal. Stream Highlight Kanal. Ja, WL, wir haben 14 Siege geholt. Hatten das vermeintlich teuerste, was vermeintlich, das war das teuerste Team in FIFA, was wir gespielt haben, knapp 60 Millionen. Weil allein dieser Mann hier 15 Millionen kostet, gibt's nicht mehr auf dem Markt. Dieser Mann hier 15 Millionen, gibt's nicht auf dem Markt. Und ich würde sagen, wir fangen hier hinten an, Edwin van der Sar. Als erstes will ich mal sagen, ein Spiel zählt nicht, da unseren Mod, da hatten wir noch das falsche Team, sind direkt im ersten Spiel rutschen gegangen. Also haben wir nur 19 Spiele in der WL gemacht. Sonst wären wir safe auf 18 Siege gegangen, aber war halt dann vorbei. Willst du machen? Genau, Jungs. Edwin van der Sar kostet 1 Million und ist der beste Torhüter im ganzen Spiel. Ja, was der alles saved, was der hält, das ist einfach nur krank. Ich meine, ich muss schon sagen, für einen Torwart schon geisteskrank teuer, aber dann in dem Fall auch berechtigt. Ne? Note 1 plus mit Sternchen. Ja, ja, der ist wirklich geisteskrank. Hier sind Sieges ja nicht. Kid vom Digga. Ich würde jetzt was sagen, ne, aber. Ja, ja. Ich halte mich bedeckt. Dann, Jungs, Dreierkette gespielt. Unsere drei Verteidiger waren Lucio, Maldini und Capita, Carlos Alberto. Ich muss sagen, Lucio, absoluter Macher. Absolute 1. Verteidiger. Geisteskrank, steht immer richtig, schnell, zweikampfstark, ist Auto-CPU da, auch 1 plus eigentlich, Lucio. Geisteskrank. Lucio wirklich krank. Lucio ist absolut krank, genauso wie Maldini auch. Also, denen beide 1 plus. Maldini hat mir schon mal gezeigt. Ja, Maldini sogar noch einen Tick stärker, sage ich. Beide gehe ich mit 1 plus raus und Carlos Alberto in der IV von mir auch eine 1. Ja. Fand von ich mir auch eine 1. Das Einzige, was du, finde ich, bei dem manchmal gemerkt hast, Hochmittel, stand der manchmal so einen Tick vorne, aber hat sie dann auch verteidigt. Da gehe ich auch mit 1, 1 plus, 1 plus. Ja. Dann über die Ringbacks haben wir gezockt. Roberto Carlos, kann man genauso sagen, Jungs, 1 plus. 8 Torvorlagen auf der Position, 3 Tore gemacht, ist der perfekte Mann. Ja, vor allem mit 5 Sterne Skills, der Typ ist einfach da, ist ein Cheatcode. Auch mit 84 Schuss ist der halt auch, ja, geisteskrank. Auf der anderen Seite, auch Becks haben wir da ja auch schon mal gespielt, Jungs, hat 7 Torvorlagen gemacht, 2 Tore. Aber ein Becks ist auch immer krass, wirklich. Also der kostet auch nicht umsonst 3,999 Millionen, weil er einfach, das ist ein Einserspieler. Der ist absolute 10 von 10, der Mann. Ja, bei dem halt, bei Becks sind halt wirklich der Cheatcode einfach die Pässe, Digga. Ja. Die Pässe in die Gasse bei Becks, geisteskrank. Dann mit dem Boden muss es wirklich an euch liegen. Doppel-6, Jungs, sage ich euch ehrlich, sieht trümmermäßig aus, war aber echt eine Enttäuschung. Also 88er Vieira haben wir ja auch schon gespielt, der hat alles wegverteidigt und komischerweise der Vieira, so der stand, nicht was man von Vieira kennt, seine 40 cm wurden ihm glaube ich genommen, der hat nur 20. Der war zwar schon... Sag doch noch 20, Digga. Der war zwar... Ich wäre 20. Ja, der war zwar stark, aber dieses Auto-CPU-mäßige hat irgendwie da so gefehlt. Dieses, dass er überall auf dem Platz ist, jeden Zweikampf gewinnt, viel Bälle weggeprallt. Im Zweikampf hat oft der Gegner den gekriegt, so. Kriegt von mir eine 2 minus, aber weiß es nicht. Gib ihm aber auch 2 minus. Einfach allein auch schon wegen Preis-Leistung. Ne? Man hat viel mehr von dem erwartet, aber wie Simon sagt, da haben wir schon ganz andere Kaliber gespielt. Da ist, wie viel, 3,5 Millionen? Ja. Ist viel zu viel für den Pre. Genauso, Jungs, Zidane war die größte Enttäuschung. Vielleicht die falsche Position, aber ich sag euch ehrlich, ein Tor, 9 Vorlagen, Digga. Zidane hat die beste Def-Werte. Wir haben ja schon andere Karten von dem gezockt. Die waren immer geisteskrank auf der Doppel-6. Und der hier war die größte Enttäuschung. Pässe, ich weiß nicht, ob das an dem Spiel liegt. Die Pässe von Zidane hat 96 Pass. Der hat die meisten Fehlpässe gespielt. Der war träge, der war behäbig. Der war echt much. Ganz ehrlich, ich geb dem eine 5. Der war scheiße. Boah, das ist ein bisschen... Digga, der war kacke. Für 5,2 Millionen. Ja, aber okay. Ich fand den scheiße. Okay. Also ich würde mir echt so eine 3 minus, hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, ne? Aber ab und an ist es schon mal aufgeblitzt, aber für 5,2 Millionen definitiv. Die andere Residenz fand ich persönlich auch geiler. 3 minus gehe ich mit dem an. Fand den gar nichts. Dann über die Flügel. El Gaucho, Jungs, braucht man nichts sagen. Geisteskranke Karte, einer der besten Karten im Spiel. 1 plus mit Sternchen. Der ist halt wirklich wild. Da haben wir schon so oft gesagt, da gibt's gar nichts. Gibt's den aktuellen Transfermarkt? Nee. Schade. Ist weg. Und dann haben wir auf dem anderen Flügel, also MS, Pelé Prime gespielt. Ich muss sagen, Pelé Prime ist auch sehr, sehr stark. 36 Spiele, 16 Tore, 19 Torvorlagen. Gebe ich auch eine 1, sage ich. Ich fand den richtig gut da. Puh.
Ja, ich glaube, ich würde ihm die 2 geben aus dem Grund, weil ich fand den 95er Pelé. Ja. Fand ich jetzt nicht viel schlechter. Also ist mir eigentlich so. Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt hier irgendwie den Aufpreis dafür bezahlen würde. Was kostet der 95er Pelé? Kurz mal Footbin Finn. Ich fand, es war jetzt kein Sprung zum 95er auf den 98er Pelé. Aber er war natürlich stark, aber wie gesagt, der 95er, sag ich, wird auch lang. 2,7. Ja. Würde ich sagen, langt auch safe. Und dann vorne, Jungs, unseren 15-Millionen-Mann. 36 Spiele, 36 Tore, 13 Torvorlagen. Die Statistik spricht für ihn. Spricht für ihn, aber ich sag's euch direkt, das haben wir auch gesagt. In Erneuf, er war gut, aber 15 Millionen für so eine Karte. Bei dem ist irgendwie der Bodytype oder keine Ahnung, ist bei dem leider wirklich nicht gut. Weil, ich sag euch ehrlich, ein Haaland kostet noch 3,5 Millionen, ist besser wie ein Erneuf. Ein Mbappé ist auch besser wie ein Enderf. Weil das Problem ist bei dem, der hat da 97 Tempo auf der Karte und wird jedes Mal eingeholt und fühlt sich irgendwie langsam und träge an. So, in der Box ist er kalt, brauchen wir gar nicht drüber reden, hat am Anfang seine Schwierigkeiten gehabt. Aber, also ich sag, es ist einer der besseren Enderf-Karten. Ja. Definitiv. Aber für 15 Millionen niemals das wert. Niemals. Ich würde ihm jetzt so, als Stürmer rein würde ich ihm eine 2 geben. Aber Preis-Leistung wird halt hart bei dem. Skills macht er ja auch nicht gerade schnell. Nee, eigentlich wirklich nicht so, ne? Ja, ich fand auch, wie gesagt, wenn man Haaland eingewechselt hat, so Grüße gehen raus am Süßel, ne? Da hat's ja gesehen, so ist Haaland doch nochmal irgendwie eine andere dynamische Nummer. So viel, viel dynamischer wie der Erneuf, ne? Und wegen Preis-Leistung, sage ich dir ehrlich, gibt's für mir nur die 3 Plus. Ja, weil. Eigentlich, ganz ehrlich, für den Preis müsste der sich spielen wie ein Mbappé. Auf Crack. Ja, wie ein Mbappé-Toti. Auch so. Der kostet ungefähr ein bisschen günstiger. Aber klar, kalt ist der im 16er. Da gibt's gar nichts. Aber dieses Behäbige bei dem. Der kommt einfach nicht aus dem Tritt, nicht aus dem Schwung. Und er hat ja, guck mal, Sprinttempo Antritt ist ja geisteskrank. Mehr geht ja gar nicht mehr. Mehr geht ja nicht. Aber er fühlt sich halt niemals so an. Wie 99. Aber wiederum, so die Statistik spricht ja auch ein bisschen für ihn. Ne? Der hat die Buden ja schon gelegt. Aber für 15 Millionen, ist die beste NF-Karte. Ja. 94er war noch krass, aber Preis-Leistung killt den halt wirklich so, Jungs. Killt den halt wirklich. Was machen wir mit dem? Am Dienstag verkaufen, oder? Oder gleich drauf? Sag, also ich denke, der wird gleich weg sein. Ne? Wenn du den draufstellst, macht's so und er ist weg. Ich denke, ich können wir auch am Dienstag wegmachen, oder? Wird er dann nochmal fallen? Gleich weg. Ihr habt noch nie einen R9 gut bewertet. Nee, irgendwie nicht, ne? Ja, komm, hau raus. Schicken. Gibt's aber nur ein Lied, mit dem er gehen kann. Warte noch ein bisschen. Ja, nerv, mein Freund. In diesem FIFA werden auch wir wieder keine Freunde werden. Aber wir versuchen es ja immer. Ja, wir reichen dir immer die Hand, aber du schlägst sie, er schlägt sie immer weg. Ja. Goodbye, Herr Nerv. Warte, wenn er jenseits von Eden ist. Mach 19, geht doch gar nicht, Jungs. Schick ihn ab. Geht nicht. Da bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Direkt. Direkt. Alter, 750.000, ne? Ja. EA Dash. Da ist er weg, Jungs.